Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 106. Ich hatte jetzt ein paar Tage nichts aufgenommen, beziehungsweise konnte nichts aufnehmen, weil mein Mikro kaputt gegangen ist. Ich musste mir jetzt erstmal irgendwas Neues besorgen, damit ich schon mal wieder was aufnehmen kann. So, aber wir sind ja zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Gibt die Festplatte Dunkelheit, haben wir das gemacht? Nein. Ich glaube nicht. Lass uns mal gucken. 67. Nein. Ich wurde jetzt gefragt unter einem Video von mir, wie das ist mit den Reittiergeschwindigkeiten. Ich weiß nicht, wie wir gerade gucken können. Nein, natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall ist das, wenn ich es so zusammenbekomme. So, nein, hier ist unter C. Fertigkeiten, Berufe, Waffen, Sprache, Reiten, 75, genau. Okay, man fängt an mit Gieren. Das wäre dann Reitskill 0. Wenn man zum Beispiel das erste Reiten erlernt, geht das hoch 75. Ich glaube, das zweite hoch 75 und das sind dann 60%. Der zweite Reitskill ist bis 100, das sind dann 100%. Das sind die schnellsten Bodenreittiere. Und dann kommt Fliegen. Hier im PC ist das noch, ich meine 80% ist das Fliegen. Oder auch 60, aber ich meine 80%. Dann ist hier das schnellere Fliegen ist 210%. Und das ganz schnelle Fliegen, dieses 310%, das ganz schnelle Fliegen, das kriegt man aber nur hier im PC, wenn man zum Beispiel den Phönix bekommt. Was gibt es denn noch ein schnelles Flugreit? Ich glaube nur der Phönix, den gibt es hier in der Crusade. Und den Drachen, genau, diesen Drachen, den man bekommt, wenn man das Arena Ding gewinnt, dann kommt man diesen Arena-Drachen. Ansonsten gibt es das erstmal hier in PC nicht. So, und dann mit Bibliothekar ist das Fliegen, das erste Fliegen auf 150% gelegt worden. Ansonsten haben die erstmal nichts verändert und dann mit Kata haben die das so verändert, dass man noch ein schnelleres Fliegen kaufen kann. Das ist der 310, da braucht man nämlich nicht mal einen extra Mount dazu. Und es wird automatisch angeglichen. Das heißt, wenn du jetzt ein langsames Mount nimmst, ist das trotzdem so schnell wie dein schnellster Reitskill. Sprich, dein Bodenreittier, auch wenn es das normales, langsames Reittier ist, wie zum Beispiel jeder Frostsäbler, er ist dann auch 100%. Also ein Anfangsmount vom Fliegen, das eigentlich nur 150% schnell ist, ist das trotzdem 310% schnell. Sprich, das wird immer angeglichen, egal was du da hast. Und am Anfang werden auch die anderen Tiere angeglichen. Sprich, deine Boden- und deine Flugtiere, wenn du die mit Level 30 reitest, sind die 200% schnell, aber können nicht fliegen. Und das von der Gilde hatte mich der gleiche gefragt, das ist das gleiche. Sprich, wenn du in einer Gilde bist, bekommst du einen Gildenboost von 10% beim Reiten, dass du etwas schneller bist. Der Jäger konnte das damals skillen. Ups, falscher Knopf. Der Jäger konnte das damals skillen, und zwar meine ich Geschwindigkeit hier, nein, Tierabbrechen, ist das? Reitgeschwindigkeit, genau. Das konnte der Jäger skillen. Dann gab es noch diese komische Möhre von der Quest. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest noch habe. Gucken. Genau, hier die Möhre gab es und eine Reitgerte gab es. Aber nach Kata, sprich doch mit Kata, und das, die konnte man zwar noch bekommen, aber die brachte nichts mehr. Nur noch bis Level 60 oder 70 oder so. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zum Reiten. Ja. Außer dass es halt immer angeglichen ist und viel mehr. Und was du auch machen kannst,
wenn du Paladin spielst, hast du ja diesen automatisch den Buff, diese Aura, diese Reitaura. Bis Katar, glaube ich, oder bis Mist of Pandaria musstest du die immer aktivieren. Mittlerweile ist es so, dass du die nicht mehr aktivieren brauchst. Ist die automatisch an, wenn du reitest. So haben sich so einige Sachen verändert. Und wir müssen hier die tollen Dinger töten. Ja. So. Und den tollen Balken, den ihr gesehen habt, könnt ihr einfach mit V einblenden. Und wenn ihr Steuerung vordrückt, könnt ihr den auch bei Freunden einblenden. Aber ich finde den immer sehr irritierend. Weil ich habe hier oben auch schon einen Balken, von daher. Was natürlich nicht schlecht ist, wenn man das mag. Hoffmann. Ich mehrere Balken hat. Aber wie gesagt, ich finde das immer eher irritierend als nützlich. Von daher, für mich ist es nichts. Ich meine, ein paar Leute kenne ich, die nutzen das, aber ich persönlich bin nicht so ein Fan davon. Aber gibt es ja auch von den verschiedenen Add-ons diese UI-Skills und OI-Add-ons, so UI-Skills. Gibt ja alles Mögliche mittlerweile. Die haben ja vieles verändert. Falls mich nochmal die Lust packt und ich wirklich auf den offiziellen Servern spielen werde, seid ihr dabei. Aber ich denke ja nicht. Aber falls, seid ihr dabei. Oh, je nachdem. Schaffen wir bald auch Level 62. Und ich versuche jetzt auch wieder ein paar Videos mehr aufzunehmen, solange mein Mikro hält. Weil das ist nur so ein Übergangsmikro. Ihr werdet auch hören, warum. Ich weiß nicht, ob man es schon hört. Aber das ist immer so ein leichtes Pfeifen. Darum habe ich das damals gesagt. Tja, mal ein neues Mikro, da höre ich mich an. Weiß nicht, ist irgendwie kaputt. Da kommt immer nur eine Piepsstimme raus. Dann höre ich mich an wie Mickey Maus. Warum, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe alles Mögliche. Treiber nur installiert hier, Audio-Treiber, nix. Ja, aber ein bisschen ausrichten. Dass ich nicht zu viel erzähle, dann achte ich nicht aufs Spiel. Naja. Somit hier unserer Ultra 2. Kann man hier endlich Kirsch machen? Ich lasse den einfach liegen. Nein, komm mal nicht. Okay. Also, irgendwas, was zählt das denn? Humanoid, okay. Gut, ich glaube, Humanoide konnte man noch nie beöffnen. Erzähl ich gar nicht gut, aber ich meine nicht. Ich glaube, nur alles, was Wildtiere und Drachen ist, kann man beöffnen. Nein, gibt es nicht. Level 61, wir lassen uns von einem Level 61 platt machen. Das gibt es nicht. Ich kann das noch nicht mal totstellen. Was ein Mist. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir wirklich gestorben sind. Ich glaube, nachdem unser Tierchen tot war, hat es uns dahin gerafft. Der gute Aslan. Heißt, den müssen wir gleich wiederbeleben. Aber kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Leckeren Kaffee einschütten und weiter geht's. Mit Kaffee geht alles. Von daher kein Problem. Kein Problem.
gucken, wenn wir die jetzt gemacht haben, die Köche. Also hier. Und bla bla bla, okay. Terrorbestien. Tötet. Ah, okay, das ist da oben. Mamba, das ist auch hier in der Nähe. Ach, cool, das ist auch Koran. Da sind wir, glaube ich, dran, genau. Oh, da gibt es nichts Tolles. Den Zuchtmeister töten. Den Oberanführer töten. Ja, der Oberanführer, der ist natürlich hart. Ich weiß nicht, ob wir den alleine schaffen werden. Aber wir geben uns Mühe. Sag ich mal. Und hier ist, glaube ich, auch irgendeine Quest. Komischer Altar da. Jetzt mal seinen Freund zurück. Ich habe das Gefühl, wir haben gar keinen Ton hier. Irgendwie nicht. Ach, ich liebe es. Nein, wir haben keinen Ton. Habe ich mir das wohl ausgebildet. Verdammt. Ich hätte den erst heilen sollen. Ich weiß noch nie, ob er gleich bei der Aufnahme tun ist. Klatsch. Probieren wir das nochmal. Dann heilen wir unseren Freund erstmal. Essen wir was. Dann geht er auf ein neues. Wir müssen noch 8 Stück töten. Nein. Ah, ich hätte auch schlecht dauern, wenn ich ihn getötet hätte. Da ich würde mir auf den Zeiger gehen. Ich erstmal ein leckeres Steak. Ein Talbot-Bret. Finden wir uns mal ein bisschen. So. Ziehen wir uns auch noch einen weggebrannten Mondscheiner rein. Naja, schwarz gebrannt hinterm Elfenhaus. Nochmal. Die derbe Schmutzkatze. Besser gesagt, wie Aslan. So, wir kämpfen jetzt mit allen Tricks hier. Wir ziehen erstmal fett. Das muss so sein. Eigentlich nicht, aber das war auch eigentlich nicht meine Idee. Mein Ziel, mein Plan. Wie ihr möchtet. Ja, manchmal ist das was. So, das haben wir geschafft. Hau ihn um. Hau ihn um, Aslan. Der soll nicht mich umhauen. Du sollst ihn auch umhauen. Er ist auch müde vom Sterben. Und vielleicht wollen wir noch recht früh haben. Das könnte auch sein. Ich glaube, ich werde heute erstmal die Aufnahme machen. Dann gucke ich morgen mal für ein Mikro, ob ich noch was anderes finde. Damit es auf jeden Fall schon weitergeht und ihr wisst, warum die Verspätung ist. Ich habe nämlich alles Mögliche besucht und fand nur noch mein altes. Von meinem wirklich uralten Headset, wo noch nicht mal hier die Kopfhörer funktionieren. Funktioniert nur noch was bekommen. Oh gut, das erfüllt seinen Zweck für heute. Von daher kein Problem. So. Wie viele Kilo brauchen wir denn noch? 42 Stück ist nur noch theoretisch, gell? Hier sind auch schon die Kühle. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das kommt dann nach, die Höhle.
In der Höhle ist auch noch, ich glaube, da ist Elite drin. Das ist auch schon ein bisschen mehr. Da ist so ein Elite-Ding drin. Oh. Die sind völlig die falschen. Naja, auf jeden Fall, da gibt es glaube ich ein Trinket oder irgendwas zum Anziehen, meine ich. Irgend sowas war da. Aber, gerade weiß ich nicht so auswendig. Ansonsten können wir es ja so machen, dass wir ein paar Quests behalten und schon mal ins nächste Land gehen. Nach Sporigan. Das war auch nicht schlecht. Sporigan, jetzt sagen wir mal schon, da sind die Sporigan. Oder in den Wäldern von Tiroka. Da ist natürlich auch nicht schlecht. Nach Nagran, das dauert leider noch ein bisschen. Was meinen wir, Lieblingsland? Vor dem Meister als Kirschner. Wenn man da fast alles mitnehmen kann an Tieren. Das fand ich immer sehr toll. Oder finde ich immer sehr toll. Vor allem ist das ja, gibt es ja überall so ein kleines Land. Damals in Hotel Gaba ist ja Schula da weg. Da kann man ja auch alles Kirschen. Tieren, da habe ich auch viel gefarmt damals. Weil es sich halt angeboten hat. Und wo ich damals war, war im Sturmgipfel, wo es diese Mammuts gab. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, in der Nähe von den Söhnen Hodi ist. Vorliefen immer Mammutgruppen. Ich habe schon wieder gepult, gekirschen hat, und nächste gepult. Zeitlang mit meinem Bruder zusammen. Dann wird das zusammen gepult alles. Ja, war schon eine lustige Zeit da. Ja, und da haben wir viel geradet. Wir sind gar nicht mehr aus dem Raiden rausgekommen, gefühlt weit. Mein Bruder war, was das ging, zwar manchmal eine Flachpfeife. Oder ob verpennt hatte. Aber mittlerweile weiß ich ja warum. Und naja, hätte ich das vorher alles gewusst, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Aber gut, passiert ist passiert, getan ist getan. Da macht man nichts mehr dran. Weil hätte Fahrrad, hätte kommen wir so nichts mehr verkaufen. Der guteste Ausland sieht kein auch irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Ich hoffe nachher bei der Aufnahme, wenn ich das fertig mache, das zusammenschneide und so, hoffe ich, dass dann Ton ist. Das hat funktioniert. Ich mir das vorgestellt habe. Hat das gesehen? Diesen Ultrasprung nach hinten. War schon fast filmreif. Fast. So. Oh, was haben wir denn da? Da würde sich ein Schamane freuen. Mit Stärke und Tempo 5. Oder ein lustiger Paladin, der wird sich auch freuen. Reichweite, Reichweite. Mal mit Stärke, weil der ja, ihr wisst, der Schamane, der Amili-Schamane, der baut ja auf Stärke. Sind wir doch eher Familie-Schamane. Wir haben ja damals so eine angepasste Platte, was da auch viel MP5 drauf ist. Und Int und so. Für den Paladin. Aber wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, hier ist es nicht so wichtig, ob ich will mal gucken. Nee, der war nicht Elite. Aber das ist der auch nicht. Das ist glaube ich dahinter. Aber die werden nie angezeigt. Ich kann ja mal gucken.
gucken, Humanoide gerade. Ja. Schwarzkralle. Der müsste Elite sein. Das ist wie gesagt das Tolle am Jäger, der findet sie alle. Wie lang war es? No, das war nämlich auch hier um die Ecke. Kommen wir hier hoch? Nein. Nein, das sieht nicht so aus. Ich würde aber sagen, wir reiten schnell mal weg, geben unsere Quest ab, gucken was passiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Aber wir geben noch zusammen die Quest ab. Das tun wir. Ich hoffe ja, obwohl, wie viel brauchen wir denn? Die Wertstufe erhalten verbleibend 41.000. Ah, ich weiß nicht, wie viel 41.000 EP bekommen für die Quest. Oder sieht man da noch nicht. Ich weiß nicht, wo das so steht, bei die Langbarts. Erinnert mich so ein bisschen an die Müllers, die können. So ein Schreckensinn. Hier kann man allerdings auch ledern, obwohl es Dämonen sind. Das ist der Schweinedämon. Keine Schweinehunde, sondern Schweinedämonen. Ich hoffe, verschiedene Rüstungsteile und Waffen Level 60, 69. Schön. Ich hätte die Einpersonen zu uns ausgestellt. Da können wir eine Quest geben. Hier ist auch lustig. Die Quest ist auch ein bisschen verpackt. Normalerweise, wenn man den tötet, oh, den müssen wir auch drücken, werden die Dinger, die bei dem Stern normalerweise freundlich oder doch freundlich und helfen dir. Aber hier ist es so, die musst du auch killen, sonst töten die dich. So. 39.000. Die nehmen wir schon mal mit. Die ganzen Quests, größer Elektron. Ah, ich glaube, das ist dieser. Obwohl, die könnten wir eigentlich alleine schaffen. Wir sind hier zu zweit quasi. Und da hat uns in die Zahngemasche geschickt. Größer Bedrohung. Das sind das Gruppenquests. Größer doch, ist eine Gruppenquest. Aber eine Zweiergruppenquest. Theoretisch würde ich wirklich sagen, das müssten wir hinbekommen. Ich weiß, mit dem 70er ging das auch. Das ging zwar gerade so, dass wir die so umgelatzt haben, aber das ging. Und daher probieren wir das mal aus mit unserem tollen Hunter. Was der dazu sagt. Normalerweise müsste das eigentlich kein Problem sein. Weil wir sind ja zu zweit. Und Vögel kann man nicht hören. Und das müsst ihr ja wissen vom letzten Vogelausflug, als wir Flügelchen gesammelt haben. Und hier müssten wir auch unsere Quest abgeben können. Glaube ich. Glaube ich ja. Habe ich recht. Klar. Und da müssten wir dann diesen Krallentyp erledigen. Und ich glaube es nicht, es war zu wenig. Oder schon 50.000? Wir haben jetzt mehr als 50.000 bekommen. Wahrscheinlich. Ne, Gesamtungsprüfe bleiben 43.000. Man weiß es nicht. Muss er fahren. Okay. Naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Ich meine Folge 107. Ich hoffe, mit einem besseren Mikro. Wir sehen uns auf Wiedersehen. Ach, fast vergessen. Lasst doch ein Abo da. Lasst doch einen Daumen hoch da. Teilt das Video. Wir sehen uns. Aber jetzt doch.